Hier haben wir den Grundstein gelegt, wobei Sie sehen hier, der Baufortschritt ist schon etwas weiter als üblicherweise bei einer Grundsteinlegung für eine Dreifach-Sporthalle, die gemeinsam genutzt wird vom Cäcilien-Gymnasium und von der Karl-Benz-Realschule hier in Niederkassel. Nee, das ist eine Dreifach-Sporthalle, die natürlich vormittags oder bis zum Ende des Schulbetriebs für den Schulsport genutzt wird und anschließend auch hier dem Vereinssport zur Verfügung steht. Es ist Teil eines natürlich des großen Schulneubau- und Ausbauprogramms, bei dem ja auch viele Sporthallen dabei sind. Sport ist wichtig, das ist einmal, wollen wir natürlich optimale Bedingungen für den Schulsport schaffen, aber es gibt sehr, sehr viele Sportvereine, die auch sagen, wir möchten moderne Sporthallen und auch denen wird natürlich sehr gedient, wenn wir hier moderne Sporthallen bauen. Die IPM baut hier eine Dreifachsporthalle mit Gymnastikraum und einer Tribüne für 190 Besucherinnen und Besucher. In Summe werden hier am Standort inklusive der Realschule ca. 28 Millionen Euro investiert. 8,5 Millionen Euro fließen allein hier in die Halle. Der A&F-Beschluss wurde im April 2019 gefasst und sieht vor, dass wir im ersten Quartal 2022 fertig werden mit der Gesamtmaßnahme. Das konnten wir etwas beschleunigen, sodass die Halle schon zum Schuljahresbeginn 2021/22 in Betrieb gehen kann und dann folgen nur noch Arbeiten an den Außenanlagen. Besonders zu erwähnen sei an dem Standort, dass es eine herausklappbare Kletterwand gibt und eine Photovoltaikanlage inklusive Gründach auf der Sporthalle platziert wird.